Hi und herzlich willkommen bei Näh mit mir. Heute möchte ich euch zeigen, wie man so eine super süße Wendebeanie ganz einfach selber nähen kann. Man kann die Mütze für Babys und Kinder nähen, aber natürlich auch für Erwachsene. So, ich zeige euch jetzt erstmal, was wir heute alles brauchen, um diese süße Mütze auch selber nähen zu können. Und das wäre zunächst einmal eine Stoffschere, eine Papierschere, Stecknadeln und ein Maßband. Wenn man dann das Schnittmuster selber anfertigen möchte, braucht man auf jeden Fall auch noch ein Handmaß, einen Bleistift und Schnittmusterpapier. Oder eben Backpapier oder wenn man möchte auch normales Papier. Wenn man das Schnittmuster nicht selber anfertigen möchte, kann man sich natürlich auch einfach so ein fertiges schon ausdrucken. Dann brauchen wir auf jeden Fall auch noch einen wegwaschbaren Textilstift oder eben Stoffkreide, damit wir die Markierung ordentlich übertragen können und wie immer natürlich auch Garn passend in der Farbe zum Stoff. Wenn ihr so einen gemusterten Stoff habt wie ich, müsst ihr einfach mal schauen, welche Farbe am meisten drin vorkommt und wie ihr das Ganze gerne gestalten möchtet. Und zuletzt brauchen wir dann natürlich auch noch unseren Stoff. Da habe ich jetzt einen sehr schönen Baumwolljersey, einmal mit so einem Elefantenmuster und dann für die andere Seite so ein Streifenmuster. Wenn ihr so wie ich jetzt auch mit Jerseystoff arbeitet, solltet ihr übrigens am besten auch eine Jerseynadel einsetzen. Denn bei einer normalen Nähmaschinennadel kann es schnell passieren, dass der Stoff kaputt geht. Wir haben nämlich bei einer Jerseynadel eine abgerundete Spitze und diese sticht immer zwischen die Maschen. Bei einer normalen Nähmaschinennadel kann es passieren, dass sie in die Masche reinsticht und so eben der Stoff kaputt gehen kann. Es kann aber genauso gut auch passieren, dass das Garn gar nicht im Stoff stecken bleibt. Das heißt, da wirklich am besten diese Jerseynadeln benutzen. Da gibt es natürlich auch verschiedene Nadelstärken von 70 bis 90. Und hier gilt genauso wie bei den normalen Nadeln, je dünner das Material, desto niedriger die Nadelstärke. Ich habe hier jetzt eine 80, denn ich werde ja auch mehrere Stoffschichten vernähen und da ist eigentlich eine 80 immer am besten geeignet. Im ersten Schritt müssen wir jetzt natürlich den Kopfumfang ausmessen und dementsprechend auch das Schnittmuster anpassen. Ich gehe jetzt hier von einem Kopfumfang von 44 cm aus und habe das Schnittmuster auch schon mal dementsprechend soweit vorbereitet. Ihr könnt euch einfach ein fertiges Schnittmuster aus dem Internet ausdrucken. Da wird immer passend angezeigt, wie breit man das eben ausschneiden muss. Oder ihr könnt euch natürlich auch selber ein Schnittmuster erstellen. Da gibt es im Internet auch super gute Tabellen, wo man eben die einzelnen Punkte anzeichnet. Aber grundsätzlich geht man immer davon aus, das ist ja im Prinzip das einfache Stück. Also wir reihen das ja einmal aneinander, so dass wir zweimal die Breite haben. Und dann geht man in etwa von der Hälfte des Kopfumfanges aus, macht es aber noch etwas schmaler. Bei mir sind das also jetzt hier 21 cm in etwa, denn wir arbeiten hier ja mit einem Baumwolljersey und der lässt natürlich auch noch etwas nach, beziehungsweise ist ja etwas dehnbar. Und da ist es immer ganz gut, wenn man den eben etwas schmaler berechnet. Nachdem man das Schnittmuster jetzt soweit vorbereitet hat, kann man auch schon beginnen, dieses auf die Stoffe zu übertragen. Dafür habe ich mir jetzt hier den ersten Musterstoff schon mal genommen und den einmal doppelt genommen, rechts auf rechts, so dass ich eben auf der linken Seite des Stoffes das Ganze aufzeichne, damit das später nicht zu sehen ist. Man kann aber natürlich auch auf der rechten Seite zeichnen und später das Ganze einfach auswaschen. Das ist wirklich jedem selbst überlassen, aber ich finde es immer am einfachsten, wenn man es einfach direkt auf die linke Seite macht. Und dann nehmen wir uns eben den Stoff, so dass er hier einmal in der Mitte geknickt ist. Auch wichtig, dass ihr natürlich darauf achtet, dass die Elefanten nicht später auf dem Kopf stehen. Das heißt, ihr müsst also so davon ausgehen, wenn ihr das Schnittmuster mit den Spitzen nach oben hin habt, dass dementsprechend auch die Elefanten bzw. euer Muster nach oben zeigt. Und dann legen wir das einfach einmal an und können das Ganze anzeichnen und haben später beide Stücke schon in einem ausgeschnitten. Wichtig ist hier, dass man einfach diese geschlossene Seite hier auch zusammenlässt. Das ist später deutlich einfacher dann beim Schneiden und beim Nähen. Die Nahtzugabe ist hier, wie gesagt, auch schon mit eingerechnet. Da müsst ihr einfach nur darauf achten, dass ihr es vorher mit einrechnet oder eben später mit auf den Stoff überträgt.
Nachdem man das Schnittmuster jetzt ordentlich übertragen hat, kann man auch schon beginnen, den Stoff zuzuschneiden. Wichtig ist hier, dass man die beiden Stoffschichten ordentlich zusammensteckt, damit da nichts verrutschen kann und später eben die Zacken auch symmetrisch sind. Wichtig, hier bitte diese geschlossene Kante nicht auseinanderschneiden, sondern wir wollen das Ganze an einem Stück haben. Und kurz zu dem Muster, wenn ihr auch so ein Muster habt wie ich, zum Beispiel mit Elefanten, könnt ihr natürlich vorher genau anzeichnen, wie ihr die abgeschnitten haben möchtet. Natürlich auch die Nahtzugabe mit einrechnen, aber so könnt ihr natürlich schauen, wie ihr das an der Kante am liebsten haben möchtet. Wenn man das Stoffstück jetzt soweit zugeschnitten hat, kann man, wenn man möchte, die beiden Spitzen auch nochmal auf Symmetrie kontrollieren. Das heißt, wir knicken einfach das Ganze in der Mitte und können das Ganze, wenn irgendwas nicht passt, hier an der Kurve zum Beispiel noch einmal anpassen. Und wenn man das soweit fertig hat, kann man genau die gleichen Schritte mit dem anderen Stoff machen. Wenn man die beiden Stoffstücke jetzt soweit zugeschnitten hat, kann man auch hier noch einmal kontrollieren, ob beide Stoffstücke identisch sind. Das heißt, wir legen diese übereinander und schauen gerade hier an den Eckpunkten, das heißt an der Spitze hier oder auch hier unten, ob das wirklich identisch ist und passen das gegebenenfalls noch einmal an. Nachdem man die beiden Stoffteile jetzt soweit zugeschnitten hat, kann man auch schon beginnen, die Bögen jeweils zusammenzunehmen. Dafür nehmen wir uns also unser erstes Stoffteil und müssen dann jeweils die beiden äußeren Bögen zusammennähen. Das werden wir bei dem anderen Stück genauso machen. Das heißt, wir legen das dann einmal doppelt in der Mitte, so dass es wirklich genau mit der offenen Stoffkante aufeinander liegt. Hier sieht man jetzt natürlich auch gut, ob man wirklich ordentlich gearbeitet hat. Und dann stecken wir uns das einmal ordentlich fest und können dann im nächsten Schritt einfach einmal an dieser offenen Stoffkante entlang nähen. Das heißt, so dass die hier in der Mitte zusammengenäht sind. Wichtig ist hier, dass man jetzt auf jeden Fall mit einem elastischen Stich arbeitet. Das heißt, entweder zum Beispiel einem leichten Zickzackstich oder auch einem Overlockstich. Denn bei so einem Jerseystoff ist es wichtig, dass man jetzt nicht einen Geradstich benutzt, damit die Naht später nicht reißen kann. Man kann alternativ auch super gut zum Beispiel einen elastischen Nähfaden nehmen. Die kann man super gut im Internet oder auch im Nähbedarfsladen kaufen. Da ist im Prinzip der Faden selber schon elastisch und da könnte man dann auch mit einem Geradstich arbeiten. Wenn man den aber nicht parat hat, kann man wie gesagt mit einem Zickzackstich oder auch mit der Overlock arbeiten.
So, ich habe jetzt die Bögen jeweils zusammengenäht. So sollte das Ganze jetzt aussehen. Das heißt, wie gesagt, entweder mit einem Zickzackstich oder einem Overlockstich. Und jetzt können wir im nächsten Schritt einmal die lange Kante zusammennähen. Das heißt, wir legen jetzt beide Stücke auch wieder rechts auf rechts, so dass die wirklich genau aufeinander passen. Und dann werden wir hier einmal komplett die offene Stoffkante abnähen hier. Das heißt, ordentlich einmal feststecken und dann kann man auch hier wieder mit einem Elastiknähfaden oder eben einem Elastikstich das Ganze einmal abnähen. Wichtig ist, dass man jetzt auf jeden Fall eine kleine Wendeöffnung übrig lässt. Das heißt, entweder wir machen hier die Wendeöffnung, man kann natürlich auch später hier oben eine Wendeöffnung drin lassen, aber es ist unten ein bisschen schöner und man kann es eben auch später einfacher wieder zunähen. Das heißt, einfach einmal abstecken und das Ganze mit Wendeöffnung einmal vernähen. Nachdem ich die beiden Stoffteile jetzt an der langen Kante zusammengenäht habe, habe ich diese noch einmal glatt gebügelt, denn durch das Nähen haben sich so kleine Wellen gebildet. Das passiert relativ schnell bei Jersey-Stoff, da sich der Stoff dann beim Nähen auseinanderzieht und durch den Dampf und das Bügeln zieht sich der Stoff eben wieder etwas zusammen und wird auch wieder glatt. Und was ich noch gemacht habe, wie gesagt, ich habe eine Wendeöffnung übrig gelassen, habe also bis einen bestimmten Punkt nur genäht und das Ganze dann auch ordentlich verriegelt und habe dann hier an der Seite bzw. am Ende nochmal so zwei Stiche gesetzt, damit wir eben später ein bisschen einfach das Ganze zusammennähen können. Das heißt, wir werden ja jetzt gleich diese Kante auch zusammennähen und dann ist das ein ganz guter Orientierungspunkt, wenn man eben hier die beiden Stoffe schon passend zusammengenäht hat. Und trotzdem haben wir dann hier eben die passende Wendeöffnung. Damit wir die Mütze jetzt abschließend komplett zusammennähen können, müssen wir einmal hier das Stoffteil auffalten. Hier sieht man jetzt auch ganz gut, dass das wirklich gut geklappt hat mit den Streifen. Das heißt, es ist gleichmäßig. Man sieht eben den passenden Strich hier und es ist nicht schief geworden. Genauso mit den Elefanten. Da also wirklich vorher drauf achten und das ordentlich abmessen und auch abstecken. Und wenn man das einmal aufgefaltet hat, falten wir es nicht wieder so wie vorher, sondern eben genau andersrum. Das heißt, wir falten es so, dass die Naht der Kante, die wir gerade gesetzt haben, aufeinander liegt. Und wir eben hier einmal die Streifen haben und einmal die Elefanten. Und so sieht man jetzt auch schon, dass eben diese schon zusammengenähten Spitzen jetzt genau aufeinandertreffen. Das heißt, wir werden jetzt im letzten Schritt einfach einmal komplett die offene Stoffkante abnähen. Stecken uns das wirklich ordentlich fest, weil gerade hier bei der Spitze sollten die Nähte auf jeden Fall aufeinandertreffen, damit das später auch ordentlich aussieht. Und dann kann man eben hier mit dem elastischen Stich einfach einmal das Ganze abnähen und dann haben wir ja später auch hier die Wendeöffnung und können die dann gleich benutzen.
Sobald man die offene Stoffkante jetzt einmal komplett abgenäht hat, kann man auch schon beginnen, die Mütze einmal umzustülpen. Dafür haben wir jetzt unsere Wendeöffnung und da können wir das Ganze einfach einmal durchziehen und am Ende eben die Wendeöffnung noch einmal zunähen. So, wenn man die Mütze jetzt einmal komplett gewendet hat, kann man auch schon beginnen, die Wendeöffnung zu verschließen. Entweder kann man das per Hand machen, einfach mit einem Leiterstich oder mit der Nähmaschine. Das werde ich machen. Dafür nimmt man einfach hier die offene Stoffkante und legt die so ein ganz wenig nach innen, wirklich nur so ein ganz kleines Stückchen, damit sich der Stoff eben nicht hier verzieht. Und dann werde ich das einmal feststecken und einfach ganz knapp an der Kante entlang nähen, so dass es wirklich im Endeffekt so gut wie gar nicht auffällt. Wenn man es gerne noch ordentlicher haben möchte, würde ich immer empfehlen, den Leiterstich zu machen. Und wenn man das soweit fertig hat, kann man eben die Mütze gleich komplett ineinander legen und dann ist man auch schon fertig. So, ich habe die Wendeöffnung jetzt einmal geschlossen mit einem ganz schmalen Zickzackstich. Man kann das aber natürlich auch mit einem Geradstich oder wie gesagt mit einem Leiterstich machen. Und wenn man das soweit fertig hat, kann man, wie ich es gerade auch schon gemacht habe, die Mütze einmal ineinander stecken, wie man sie später auch tragen würde. Man kann es natürlich auch andersrum tragen. Und jetzt müssen wir abschließend einfach nur noch hier einmal die Kante ordentlich umbügeln, damit eben auf beiden Seiten jeweils der andere Stoff nicht rausschaut. Und dann sind wir auch schon fertig. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich die Wendeöffnung auch so verschließen, dass ihr einfach einmal ganz knapp am Rand entlang steppt. So haben wir eine sichtbare Naht, was aber gerade bei so einer Farbe so gut wie gar nicht auffällt und man hat die Wendeöffnung eben gleichmäßig mit verschlossen. Was da auch noch ein Vorteil ist, dass eben der Stoff nicht von innen zum Beispiel nach außen sichtbar wird. Das heißt, das ist wirklich festgenäht und es kann nichts mehr verrutschen. Aber man muss das auf keinen Fall machen, denn durch das Bügeln reicht das auf jeden Fall auch. Und hier sieht man ja ganz gut, dass wirklich der andere Stoff auch nicht mehr zu sehen ist. So, hier könnt ihr jetzt noch einmal die fertig genähte Wendebeanie sehen. Und ich muss sagen, ich bin wirklich zufrieden mit dem Ergebnis, denn nicht nur, dass die Mütze super süß aussieht, sie ist auch noch total einfach zu nähen. Und besonders schön finde ich eben, dass man die Mütze einfach einmal wenden kann und so einen ganz anderen Look hat und das natürlich auch super einfach an die Kleidung anpassen kann. Falls ihr mehr von solchen Videos sehen möchtet, könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und falls euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch gerne ein Like. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß beim Selbernähen.